So, Mariechen, schau, das ist eine riesen Auswahl an Matratzen. Und das hier, das ist die Neuheit schlechthin. Was sollen wir denn da? Ich hab doch meine Matratzen. Die alte Matratzen. Die habe ich schon über 40, die habe ich länger wie mein Mann gehabt, also die Matratzen. Ich habe ja drei Männer gehabt, aber nur eine Matratze. Ja, aber die Matratzen waren auch geteilt. Es war schon dreiteilige. Dreigeteilte Matratzen und drei Männer, das passt ja. Die ist doch uralt. Da ist doch noch Rosshaar drin. Natürlich, das Pferd habe ich gekannt, wo wir das geschert haben. Das weiß ich noch wie heute. Nee, da liegst doch gar nicht mehr gut drauf. Das ist schlecht für deinen Rücken. Du hast doch keinen erholsamen Schlaf. Du brauchst was ausgleichend ist, wo du wirklich träumen kannst im Bett. Wir träumen im Bett. Aber die sind doch auch nichts anders heutzutage. Sind die gleichen Matratzen? Die sind anders, wirklich? Ach, na. Doch, schau mal. Hoppala, Allmächtner. Stimmt, da liegst du ja viel bequemer. Da kommst du ja leicht raus. Siehst du das? Schau mal her, das ist ja, die haben ja eine wunderbare Kante da, dass man da, also, das ist vielleicht toll. Das merkt man gar nicht. Wenn man hinschaut, denkt man nicht, dass das so eine bequeme Matratze ist. Ja, von außen schauen es alle gleich aus, ja. Aber innen, das ist die Kunst. Das ist auch eine sogenannte Zwittermatratze. Zwittermatratze? Ja, schau. Das ist natürlich eine Gender. Nein, was Gender? Eine Gendermatratze. Nein, eine Zwitter, das sagt mir jetzt umgangssprachlich. Männlein, Weiblein. Nein, jetzt pass mal auf, da haben wir es schon ausgepackt, da sieht man es. Das ist eine Schaumstoff- und Taschenfederkernmatratze. Das ist aber lang gelernt. Taschenfedermatratze. Taschenkernfedermatratze. Und Schaumstoff in einem, das gibt's noch gar nicht. Aber ob es keine Allergie, kann ich dann da und das Schöne schon? Ist, die haben Airclips. Was, Ohrring? Nein, Airclips, so heißt es. Schau mal hier, das ist innen drin. Ne? In der Matratze, das sind so Clips. Und je mehr nebeneinander sind, wie zum Beispiel bei dieser hier, umso fester schläfst du oder liegst du drauf. Umso fester schläfst du. Und je weniger von diesen Airclips, umso weicher wird das Ganze. Und das kannst du individuell einstellen. Das war einmal ein Fisch. Wie? Das ist eine Moräne. Das ist ja... Das stinkt gar nicht. Nein, das ist ja auch Plastik. Und das ist da innen drin? Ja, das Schöne ist, es ist kein Metall drin. Kein Metall? Ja, weil das Metall hat ja Strahlungen und reagiert aufs Handy und auf die Mikrowelle und so. Mit meinem Stützkorsett tut sich das leider nicht vertragen. Ne? Eben, ja. Da kriegst du einen elektrischen Schlauch. Und das ist eben aus Plastik, das ist das Schöne. Und man kann es nämlich individuell, du siehst, das sind ja ganz viele da, das kannst du rausnehmen. Also, was macht der Händler normalerweise, dass du keine Arbeit hast? Das ist ja, da kann ich mein Geld verstecken. Das ist doch besser, wie die Minuszinsen zahlen. Da hau ich meine Tausende rein. Nein, wenn du Geld reinsteckst, verstopft es. Dann hast du ja keine Durchlüftung mehr. Das ist das Schöne, die Matratze wird an allen Stellen schön durchlüftet. Und das stellt dir der Händler ein, weil du hast doch unterschiedliche Lebenssituationen. Ah. Wenn du jetzt zum Beispiel schwanger wirst. Ne? Ja, ich werde dann immer schwanger. Mit so einer Matratze wird man schwanger? Das ist ja der Verkaufsschlager schlechthin. Kinderglück, die Matratze. Nein, du wirst nicht schwanger, keine Angst. Aber das Gewicht verändert sich ja. Und da brauchst du ja andere Druckpunkte. Ja. Zum Beispiel, wenn man dich so anschaut. Für Kopf und Nacken machst du es hier ein wenig härter. Dein Arsch ist ein wenig breiter. Dann machst du es in der Mitte ein wenig lockerer. Und unten wieder ein wenig härter, wenn du schön aufstehen willst. Hat schon mein zweiter Mann immer gesagt, ich habe ein wenig einen Brauereisgau als Arsch. Ne? Wo er recht hat, hat er recht. Ja, und da legt man sich dann rein. Und, ja. Und das stellt man dann im Internet. Und nein, nicht im Internet gibt es das nicht. Das gibt es nicht beim Verkaufsfernsehen oder so. Nur bei deinem Händler, weil der den individuellen Service hat. Der Händler? Ja. Du bist gescheiter, ja, sei so eine Matratze. Nein, überhaupt nicht. Das ist der Service vom Händler. Und so eine Matratze, die kann man ja, muss ja auch immer gewendet werden. Gewendet-Matratze? Ja. Das schaffst du ja nicht. Da muss ja der Händler auch kommen. Das ist ja sauschwer, so eine Matratze. Nein, überhaupt nicht. Das ist total leicht. Probier's halt einmal. Einfach wenden? Ja. Das ist, meinst du, das geht? Allmächtig, das stimmt ja, das ist ja wirklich. Und das ist ein schönes Material, das geht ja locker. Das ist ein tolles Material, dieses Oberbett. Ja. Das ist recyceltes Plastik. Das ist Plastik? Ja, da wird ein Garn draus gesponnen. Du kennst doch, stell dir mal vor, wenn du jetzt in Mallorca bist, ne? Auf dem Meer, ne? Bist am Hafen. Da siehst du die Fischerboote und was schwimmt drumrum? Nette Fisch, all die Plastikflaschen, Plastikdüden und das Material, das wird eingesammelt, recycelt, daraus macht man einen Garn und daraus wird dieses Oberbett gemacht. Du hast eine umweltfreundliche, recycelte Matratze. Kinder, ich hab mir schon gedacht, das war bestimmt einmal meine Shampoo-Flaschen. Hab ich mir fein gedacht, wie ich drüber das. Nein, lang ich. Richtig drüber, das ist von Frankenbrunnen. Von Frankenbrunnen? Mhm. Und es wird individuell für dich eingestellt. Nicht so Zeug, eine Matratze für alle. Hm. Stell dir das einmal vor. Wenn es für alle das Gleiche wäre, es wäre genauso, wenn alle Menschen dein Kleid anhätten. Allmächtig. Oder noch schlimmer, wenn alle das gleiche Gebiss tragen täten. Also, stell dir mal, im Restaurant musst du eine halbe Stunde warten, bis das Gebiss einmal wiederkommt, dass du mal von deinem Schnitzel runterbeißen kannst. Hm?
Das ist doch toll, sowas braucht man. Und der Händler stellt dir das ein, der Händler liefert es und du hast kein Problem damit. Ja, wunderbar. Und wenn der große Nachfrage ist, zack, liefern die sofort wieder nach. Na, hol dir mal Matratzen wieder. Nein, da kriegt er vom Hersteller eine neue Matratzen. Ach so, der hat so viele Matratzen, der Hersteller. Ja, der freilich. Da kann er Geschäft aufmachen. Das hat er ja. Das wird ein Rummel sein. Ne, freilich, es ist der Rummel. Wer denn sonst? Das ist der Rummel. Also so eine Matratzen, die mache ich. Den nehme ich gleich eine mit, der gefällt mir. Ja, du nimmst eine mit und sie können froh sein, dass sie sowas nicht als Kundschaft haben. Ich komme schon mal vorbei. Also eine Matratze bitte zum gleich mitnehmen. Den nehme ich gleich mit. Also Was ich hab, das hab ich. Ich verstehe dich nicht, Mariechen. Also ich hätte mir das von meinem Händler nach Hause liefern lassen. Aber wenn's meinst. Was ich hab, das hab ich. Und etzeler geht's haben. Jetzt kann der keiner mehr nehmen. So, dann lass. So. Auf geht's. Ja, schneller. Okay, bleib schön. Das Kaffeegrenzler, wart, fahr zu.